Vor allem wieder Musik dramatischer hier. Alter. Der Medikamentenverbrauch ist so hoch, wir kommen mit der Herstellung kaum hinterher. Bald müssen wir uns mit Notlösung behelfen. Aber das tun wir doch jetzt schon. Es sind ja Notlösungen, die uns ausgehen. Sie haben den Tunnel zum Einschluss gebracht. Unsere Verstärkung kommt nicht durch. Nur eine Frage der Zeit, bis sie und wenn sie angreifen. Ha! Ha! Ich kann den Todesstern von hier aus sehen. Du kannst den Todesstern. Was? Ja. Oh ne, ist doch Neumond. Entschuldigung. Schade, wollte gerade sagen. Das ist das erste Mal, was man den Todesstern sieht. Ich hasse diese Quest. Ich hasse diese Quest. Ich hasse diese Quest. Ich hasse diese Quest. Irgendwie habe ich Bock, was anderes aufzunehmen gerade. Heiße Veteranenhydra. Mal gucken, ob ich die besiege. Ich habe übrigens versucht, Fallout wieder zum Gang zu bringen. Ne? Ich habe zumindest ein bisschen was aus Vortex installiert. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Oh Mann, du sollst gesund werden. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe weg. Kann man noch irgendwas anderes machen hier? Flüchtlinge ermuntern, da bin ich gut dran. Wenn das Event da ist, kannst du auch diese Dings töten, diese Beschmiedeten. Die Quest ist wesentlich leichter, wenn man den Text liest. Ja, ich habe aber keinen Bock zu lesen. Ist das nicht immer so? Ist das leichter, wenn man versteht, was man tut? Ja. Mein Heim ist in Lohne, ist zerstört worden. Wo soll ich denn jetzt hin? Wie? Mein Inventar ist voll. Was soll denn das jetzt schon wieder? Oh. Wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Wenn alles vorbei ist, könnt ihr das wieder aufbauen. Das stimmt, vielleicht sehe ich meine Heimat ja wieder. Cool, das hat nichts gebracht. Sammelt eure Sachen ein, Kinder, und bleibt in der Nähe. Sammelt eure Sachen ein, Kinder, und bleibt in der Nähe. Genau, Kinder zuerst über Bord schmeißen. Komm, Ikdi. Es geht los. Guck mal, da läuft Futter für meinen Raptor. Meine Behandlungen müssen in einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden, aber sie sind so viele Kranken und Verletzten überfordert. Fleischwunde. Wisst ihr, wie man eine Wunde vernäht? Hier gibt's Vorräte. Tacker. Heißkleber. Genau. Wundfaden. Panzertape. Das ist ein MacGyver-Klebeband. Wenn es im Weltraum reicht, dann reicht das auch für Wunden. Ich glaube, sie haben irgendwo Wickel. Du kannst übrigens alle einsammeln, dass du alle aufgeladen hast von 1 bis 5, ne? Achso, ist gut zu wissen. Habe ich bisher noch nicht gemerkt. Und du kannst auch mehrfach einsammeln. Du hast dann da drüber so eine kleine Zahl stehen, wie viel du davon hast. Fähigkeit lädt auf. Fähigkeit lädt auf. Die Fähigkeit ist voll, Junge. Achso, ich habe gar keine Verbände. Ups. Was war das eigentlich, was ich geskillt habe gerade? Ich glaube, jetzt ist alles überstanden. Tacker. Wie die eine Tic-Tac-Dose schüttelt. Das höre ich doch. Danke. Bitte. Gut, das ist das.
Oder auch nicht. Schon viel besser. Vielen Dank. Dafür reichen unsere Vorräte niemals. Sie kommen hier an, ich flicke sie zusammen und dann geraten sie in den nächsten Angriff. Erst verdammt man sie dazu, in dieser Einöde zu krepieren. Und dann zwingt man sie bis in alle Ewigkeit weiter zu kämpfen. Weiter zu krepieren. Da stand da nicht. Ja, lesen ist einfacher, ich gib's so. Nur Noobs lesen. Gerade das Simon's Quest gespielt. Nee, heißt das so? Doch, ne? Dieses Leuchtspiel. Oder wart ihr hier auch noch nicht? Nee. Worüber redest du? Um so einen Beherrschungspunkt zu bekommen, musste man halt so eine Kommission immer drücken, die auch vielleicht besser. Ist. Vielen Dank. Wo ich denn da jetzt hoch, ey? So, einen Toten muss ich noch wiederbeleben. Wo ist er? Da hinten. Wow. Ups. Scheiße, jetzt habe ich Waffenmodus aktiviert. Das wollte ich gar nicht. Jetzt habe ich die tollen Medizinsachen weggeschmissen. So hoch, wir kommen mit der Herstellung kaum hinterher. Bald müssen wir uns mit Notlösungen behelfen. Aber das tun wir doch jetzt schon. Es sind ja die Notlösungen, die. Wollte mich noch einen Toten einmal aufs Thumbnail bringen hier. So. Du brauchst mal wieder einen Tacker. Also einen Tic-Tac. Ein Tic-Tac-Tacker. Noch ein Sieg für mich. Okay, das war's schon. Den Rest kannst du selbst machen. Unsere Priesterschaft ist euch dankbar. Gormir weiß um eure Selbstlosigkeit in Bezug auf den Tempel und ihre ergebenen Jünger. Punkt. Da Balthasars Truppen so nahe sind, fürchte ich, dass... Es wird auch weiter Schwierigkeiten geben, wenn euer Herz es zulässt. Kehrt zurück und steht uns nochmal bei dem Herzchen bei. Wir würden es begrüßen, wenn ihr die Unschuldigen auch weiterhin so behandelt, wenn ihr auch die Texte durchlesen würdet. Gut. Niemals. Nach links, bitte. Wie man einfach nichts sieht. Hä, wo führt denn das denn bitte hin? Was ist das? Treibsand in der Wand. Ihr habt ein Schakalportal gefunden. Schaltet die Treibsandbeherrschung frei und reitet auf einem Schakalreiter, um dieses Portal zu durchqueren. Das heißt, das Pano kriege ich wahrscheinlich nicht. Hat sich erledigt. Ich kann einfach dahin fliegen. So, jetzt ganz langsam, nicht, dass ich hier runterfalle. Das ist mir aber schon mal passiert. Herzlich willkommen zu Prince of Persia. Für Unterschied würde wohl keiner merken hier bei dem Video. So, zurück zu Guild Wars. Da unten, da können wir lang. Man da hoch, ey. Zeit. Groß? 9 Minuten 40. Hast du für das Bäuerchen gebraucht? Ne, Zeit hat jemand gefragt. Mario hat Zeit gesagt. Da kommt man nicht rüber. Kein Plan, wie man da hochkommen soll.
Ciao, ciao. Arrivederci, auf immer wieder Süden und so weiter. Nördliche Wegstation entdeckt. Nein. Oh doch. Jo. Oh. Alter. Schwede. Das, dem kann man da gar nicht ausweichen. Krass. Ich habe noch ein Timeys WLAN-Signal gefunden. Hier floss irgendwann mal Wasser durch die Schlucht. Ja, der Elon wurde von Joe umgeleitet. Ach ja. Wir können uns denken, um die großen Sender in Betrieb zu halten und gekühlt, weil die gekühlt werden müssen. Der braucht aber eine ganze Menge Wasser, der Yoko. Das Wasser ist nie zurückgekehrt, ne? Da vorne ist ein bisschen Wasser. Krass, das heißt, der muss das ja da hinten rechts irgendwie umgeleitet haben. Da hat hier eine ganze Wüste geschaffen dadurch. Ja, hat er. Yoko ist scheiße. Klaas auch. Das habe ich nicht gesagt. Ich ja. Wie kommt man da hoch zu Timeys WLAN-Signal? Offenbar nur, indem man fliegt. Ja, gut, dann gucken wir mal, wo wir sonst hinkommen. Wir könnten jetzt da weiter runtergehen. Gott, wie tief geht die Karte denn bitte? Ich dachte, ich wäre schon ganz unten. Meine Fresse, das ist riesig. Da ist ein Heldenpunkt in der Wüste. Gehen wir zum Heldenpunkt in der Wüste, würde ich sagen. Sandsturm entdeckt. Alter Schwede. Zerschmetterter Templer entdeckt. Post! Nein, doch nicht auf den Gegner. Bleibt standhaft. Die Luft gehorcht meinen Launen. Oh Gott, was ist denn hier los? Selbst über das Wasser kann ich gebieten. Fiek! Bin ich mal tot. Fuck. Wenigstens habe ich den Heldenpunkt gekriegt. Achtung, Sandviech hinter dir. Danke. Tryphenia. Klingt ja fast wie mein Name. Achtung, Meteoritenschau von oben. Ja, nee, kommt auf einmal wieder rein. Oh, wie unfair ist das denn?
Gut, immerhin habe ich den. Nee, danke Spiel. Ich brauche kein Event jetzt. So, erstmal will ich die Karte gucken. Das dann kann ich jetzt mal abschminken. Dann gehen wir jetzt 180 Grad umgekehrt zurück in die Richtung. So. Schattentraubefarbe. Rechts neben dem Beherrscherpunkt Treibsand ist auch noch einer. Das schauen wir uns demnächst an.